Schmerzen sind leichte, vermutlich laut mehrerer Ärzte, Entzündung vom Ansatz vom Muskel oder von der Sehne im Ellenbogen auf der Innenseite. Und da war ich schon bei anderen Ärzten und Physio hat bisher nichts geholfen, Salben haben nichts geholfen. Und jetzt war eben verschiedene weitere Therapiemöglichkeiten. Eine Kortisonspritze, wo die Heilungschance auch ungewiss ist, eine Eigenblutbehandlung oder eben die Strahlentherapie. Was viele Menschen im Laufe ihres Lebens mal durchmachen, ist der sogenannte Tennisellenbogen hier außen. Da entzündet sich der Sehnenansatz der Streckermuskeln vom Unterarm am Ansatz des Oberarmknochens. Es gibt auch innengelegene Beschwerden, die nennt man dann Golferellenbogen. Und zwar deswegen, weil eben diese Sportarten zu einer Überreizung dieser Sehnenansatzstellen führen. Ich war in der Strahlentherapie beim Dr. Hipp, der hat mir eine Behandlung angeboten gehabt für meinen Ellenbogen, mit dem ich schon mehrere Jahre ein Problem hatte. Das hat mir richtig geholfen. Die Mitarbeiter waren richtig nett und hilfsbereit, also immer wieder empfehlenswert. Auch hier ist die Strahlentherapie eine effektive Methode, weil man diesen Sehnenansatz nicht einfach rausschneiden kann. Also operative Methoden sind hier limitiert.